Nach 2 Jahren Corona-bedingter Pause konnte der MC Zwönitz endlich wieder den Zwerenderlein-Gedächtnislauf durchführen. Bei bestem Wetter war man mit der Teilnehmerzahl für den Neustart sehr zufrieden. Aufgeteilt in 3 Läufe gab es eine Hobbyklasse, Hobby-Teamklasse und am Nachmittag eine Sport-Einzel- und Sport-Teamklasse. Für die Sportfahrer wurde die Runde verändert und beinhaltete einige schwierige Abschnitte auf der sonst sehr gut fahrbaren Runde. Einen großen Erfolg konnte Chris Irmscher einfahren, nach intensivem Fitnesstraining konnte er sich zur Vor-Corona-Zeit verbessern und somit erstmals überhaupt einen Sieg feiern. Dabei bezwang er sogar die SOC-Piloten Dominik Schraps und Stefan Pelzer. Irmscher kamen dabei die engen winkligen Abschnitte besonders entgegen. Bereits in diesem ersten Lauf zeigte sich, dass sich die Strecke trotz besten Wetterbedingungen über den Tag sehr tief ausfahren wird. Nur 15 Minuten Pause blieben Dominik Schraps sich zu erholen. Er startete direkt im zweiten Lauf nochmals zusammen mit Christian Wetzel. Die Erfahrung half ihm, um sich den Team-Hobby-Sieg zu sichern. Zweite wurden mit 15 Sekunden Rückstand die erfahrenen René Landrock, Henrik Öhlmann. Im Gegensatz zu den Hobbyklassen durften die Sportfahrer 30 Minuten länger die Strecke rund um die Zwerenderlein Offroad-Strecke genießen. Zur längeren Fahrzeit kamen noch einige Hindernisse sowie eine Auf- und Abfahrt über einen Felsen hinzu. Beide Klassen waren sehr gut besetzt, so war in der Einzelklasse mit Gary Dittmann ein mittlerweile EM-erfahrener Youngster am Start. Für den Thüringer langte es aber dennoch nicht zum Sieg. Überraschend stark präsentierte sich nämlich Nils Viertel, der ehemalige MX-Fahrer startet dieses Jahr einen neuen Angriff im Enduro und präsentiert sich dort auch bei allen bisherigen Rennen sehr stark. Keine Chance gab es für die Verfolger gegen Florian Görner, Kenny Riedel. Görner setzte sich gleich am Start in Front und gab diese auch mit seinem Teampartner, der vom MC Zwönitz kommt, nie ab. Am Ende stand ein souveräner Sieg vor Karl Weigel, Danny Richter in den Ergebnislisten. Um Platz 3 wurde zunächst enger gefightet. Nach dem Start belegten diesen Platz zunächst Sadetski Böhm. Nach einigen Fehlern von Markus Böhm schlug dann aber die Stunde von Erik Seifert und Marcel Teucher. Mit einer konstanten Fahrweise sicherten die beiden Extrem-Enduro-Piloten den letzten Podestplatz. Nee, das war schon eine ziemlich anspruchsvolle Runde und es hat Spaß gemacht, aber es war ein gutes Training.